Willkommen auf der malerischen Insel Mersenne. Bevölkerung 350 der schlimmsten Kriminellen der Galaxie. Darunter ein halbes Dutzend Guardian-Funktionäre, die eingesperrt wurden, weil sie sich gegen die Regierung der Erleuchteten geäußert haben. Wir werden sie da rausholen. Keine Mörder oder Schlimmeres, richtig? Keine Mörder oder Schlimmeres. Die RC glüht. Das automatische Verteidigungssystem sperrt die Gefangenen ein und Leute wie uns aus. Nimm die Sicherheitsstation ein, damit ich mich in ihr Sicherheitsnetzwerk hacken kann. Bin drin. Sag jetzt nicht, dass ich durch den Haupteingang gehen soll. Wir müssen deine ACU da reinbekommen, damit ich sie benutzen kann, um die Sicherheitssperren am Haupteingang der Einrichtung zu umgehen. Diese AC-1000er werden mich zerfetzen. Ja, das wäre ein Problem. Okay, es gibt zwei Außenposten außerhalb des Komplexes, die Luftpatrouillen aussenden. Kümmer dich um sie, während ich versuche, alle Sicherheitsvorrichtungen zu umgehen, damit wir uns den AC-1000ern zuwenden können. Großartig. Mobile Flugabwehr kann Bodeneinheiten bei starker Abwehr aus der Luft schützen. Vielen Dank für die Information und willkommen hier zurück bei Let's Play Supreme Commander 2. Wir sorgen jetzt einfach mal für ein bisschen Radau und ich muss mich heute ein bisschen sputen, denn die Folge muss heute noch rauskommen und das könnte echt ein bisschen knapp werden, wenn ich jetzt weiter quatsche. So, da ist die Musik auch gleich wieder weg. Es sind neue Forschungsoptionen verfügbar. Vielen Dank, Stimme, die ich nie treffen werde. Oh, na guck mal. Tja, so viel zu dem Massextraktor, den ich da bauen wollte. Na, ganz toll. Na gut, aber nichtsdestotrotz brauchen wir. Wo sind denn meine Techniker? Das hier wäre einer. Wo ist der andere? Hier ist der andere. So, es wäre schon mal von Vorteil, ein Massevorkommen zu haben. Ah. Oder schon wieder irgendwas angerackt. Angeschissen. Na bitte, es geht doch. So. Massevorkommen ist dort. Wo ist der Techniker denn jetzt schon wieder? So, einer von den beiden hier ist das. So, und meine ACU macht mir jetzt erstmal Bodenabwehr. Oder die macht erstmal Bodenfabrik. Landfabrik, genau. Komm, weißt du was? Stell den mal hier hin. So, hier kommt irgendwas von unten, aber nicht auf mich zu. Oder doch? Doch, es sieht so aus, als würde da irgendwas auf mich zukommen. Es ist sehr schön, wer der Techniker hier, den hier gerade so am Leben hält. Das finde ich klasse von dem. So, aber nichtsdestotrotz brauchen wir... Ja, richtig, die macht jetzt erstmal die ganzen Abwehr-Geschichten hier. Sehr schön, die hat ein Schild, die hat das hier. Aufklärungseinrichtung. Tja, weißt du was, nehme ich mit.
Siehst du, hat die jetzt auch noch Abwehreinrichtungen. Dann ist er soweit in Ordnung. Da kann ich die ACU noch beauftragen, hier ein Massefeld hinzusetzen. Gut, das hätte ich vielleicht vorher sehen sollen, dann hätte ich den auch nicht hier hingestellt. Hoffentlich hört man mich. Ich habe das Gefühl, das Ding hier ist verdammt laut, die Musik. Ich kann mich aber auch irren. So, im Moment kommt erstmal rein gar nichts zu uns. Hier wären noch ein paar Felder. So, und wie ich das hier sehe, wäre die Taktik, die ich im letzten Kampf gemacht habe, ganz praktisch. Erstmal eine Verteidigung bauen. Vornehmlich erstmal eine Flugabwehrverteidigung. Ich brauche einen Techniker. Und der Techniker baut mir mal bitte eine Flugabwehr. So. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinstellen soll. Kann ich nach oben oder nach unten bauen? Ist beides falsch. Baue ich die erstmal hier hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 war ganz gut. Forschungspunkte, Gebäude. Ducken. Verringert, wodurch und so weiter. Schildgenerator, perfekt. Wir haben einen Schildgenerator, wie geil. Für diese Operation könnten wir die Teleporttechnologie wirklich gut gebrauchen. Dann erforsche sie. Tue uns diesen Gefallen. Erforsche sie. So, nee, Moment, ich muss sie erforschen. Ah! So, von dort kommen die nächsten. Sag ich doch, es ist falsch egal, wie ich es baue. Wo ist mein anderer Techniker? Techniker, stelle er sich bitte dorthin. Ja, genau. Na, Halleluja. Wo ist meine ACU? Da ist meine ACU. Schildknarrator, müsste ich noch warten. Ach, der ist ja sowieso ziemlich süß. Würde ich dann hier hinstellen und gerade mal alles mitnehmen. Naja. Gut. Heilt der sich selber? Na, guck mal, was da kommt. So, die Gründe, warum die Landfabrik noch nicht baut, sind, denke ich, offensichtlich. Gott, ich habe das Gefühl, die Musik ist laut. Das Mikrofon ist an, oder? Ja, das Mikrofon ist an. Hallo, hört mich da niemand? Was? Warum baut er nicht? Achso, keiner. Mhm, okay. Für was braucht denn das Ding so viel Masse? Außer für den jetzt. Luftland.
Ich brauche noch einen Techniker, den stelle ich dann hier hin. Aber ich glaube, das Ding heilt sich irgendwie selber bis zum gewissen Punkt. Wie sieht's eigentlich mit dem hier aus? Okay, der ist noch nicht gebaut. Wie viel braucht ihr denn überhaupt für Schildgenerator? 200. Okay. Mit meiner Masse ist es im Moment definitiv nicht gut bestellt. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird sich ziemlich bald ändern. So. Genau, hier will ich hin. Die beiden Geschichten hier muss ich zerstören. Das kann ich aber nur mit Luftwaffen machen. Na, das war ja schlau, hier eine Landfabrik zu bauen. Et voilà, unser Schild steht. Und er funktioniert. Er muss nur halten. Und das können die bekanntermaßen nicht so gut. So, wo stelle ich die Einheit hier erstmal hin? Stelle ich die erstmal dort drüben hin. So. Obwohl, ne, warte mal, die stelle ich lieber da unten hin. Hier, so diese Richtung. Und dann baue ich noch eine Luftwaffenfabrik. Und bei der muss ich auch irgendwie sehen, dass sie irgendwie noch mit im Schild steht. Ich könnte ja auch hier hinstellen. Muss nur den Techniker hier wegholen. So. Und genau so sieht es dann aus, wenn sie fertig ist. So, und die kriegt selbstverständlich auch erstmal alle möglichen Erweiterungen, die sie gebrauchen kann. Einen eigenen Schild, einen... Naja, egal, einfach alles. So, dort kommt der nächste Schwung. Okay, also der Schild schützt gut. Das Problem ist nur, er hält nicht lange. Also ein Dauerfeuer können wir damit nicht aushalten. Das ist blöd. So, ja, hier ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Dann möchte ich doch mal mit dem Techniker hier hinten hinfahren und dort eine Flugabwehr bauen. Oder wo möchte ich die hinbauen? Joa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen wir mal 8. Naja, wir übertreiben mal und sagen 10 oder wie viele das jetzt auch sind. Bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Hat schon seine Gründe, warum ich das tue. Und ich sag jetzt einfach mal, sind das alles Flugabwehr? Sehe ich natürlich nicht. Die Armee stelle ich dann einfach mal hier hin. Oder die kleine Gruppe. So, den hier kann ich natürlich nicht schneller bauen lassen, indem ich da jetzt noch einen hinschicke. Finde ich schade. Na gut. Gebäude habe ich eigentlich, was ich brauche. Hier könnte ich das hier und das hier machen. Genau. Sehr schön. Dann haben wir wirklich auf kleinsten Raum eine Basis hochgezogen.
So, von oben kommen wieder welche. Und wieder wie gehabt. Sehr schön. Das ist die Luftwaffenfabrik. Ich möchte die Landfabrik, die stellt ihre Soldaten mal bitte hier hin. Und die Luftwaffenfabrik, die bringt sie hier hin. Und ich möchte von der Landfabrik eine Techniker. Dann habe ich nämlich vor, mit dem Techniker hier oben die beiden Massex-Vorkommen aufzubauen. Ey, Mann, das geht ja richtig gut. So, hoffentlich klappt das mit dem Schild. So wie ich mir das vorstelle, wenn ich hier noch ein Schild hinbaue. Also nicht nur Massevorkommen, sondern auch Energievorkommen. So. Dann weiß ja, was er zu tun hat. Und mit der Flugabwehr stehen auch schon 4 Türme fast. Das geht ja locker easy. Und solange die nur hier vorne angreifen, ist ja auch noch alles in Ordnung. Muss ich nur aufpassen auf mein Einheitenlimit. So, da kommen wieder welche. Ne, die greifen immer noch hier an. Das ist gut. Oder bricht da einer? Ne. Also 7 bis 10 Lufteinheiten, Luftabwehrtürme und dann passt das schon. Das ist gut. So, hier, der wartet natürlich darauf, dass hier genügend Masse für ihn ist. Was macht der da? Hängt er fest? Da wartet der nur auf Masse. Könnte sein, dass ich nur auf Masse warte. So, was kam hier? Okay, da hier kam das. Landeinheiten muss ich nicht fürchten, das ist gut. Landeinheiten bringen ja auch nur was, wenn ich hier durchstürmen will. So, wir sind bei 17 Minuten. Aber irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Achso, das ist der, der hier bauen soll. Der da. Hä? Achso, nee, hä? Ey, ich schnall's nicht. Der will die hier alle bauen. Der hier ist für die hier. Das ist gut. Und was hat der hier? Hm. Geflogen kommt erstmal nichts. Na doch, jetzt baut er. Oder nicht? Ich weiß nicht, was er da macht. Das ist mir auch egal. Solange er es ordentlich macht. So, 3 Punkte haben wir auch wieder. Für, was ist das denn? Ich finde es interessant, wie schnell die Broadswords doch kaputt gehen können. So, jetzt haben wir immerhin Masse plus 6. Ich schau gerade mal, können wir Massevorkommen erhöhen, freischalten irgendwo in Höhe. Sieht nicht danach aus. Könnt ihr eigentlich fortgeschrittene Sachen bauen? Ja, könnt ihr, das ist auch gut.
Wie weit würde denn das Schild gehen? Wenn ich den richtig baue, dann würde er sogar alles mitnehmen. Das finde ich schön. Die Frage ist nur, wie baue ich ihn richtig? So baue ich ihn richtig. So, gut, die haben ihre Aufträge, die warten hier, bis hier alles gebaut wird. Und ich muss noch rendern und hochladen und das muss ganz schnell gehen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, ist was für der Folge. Ich mache dann natürlich auch noch weiter, keine Sorge. Nein, Moment, das ist jetzt irgendwie falsch rübergekommen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie immer, bewerten, kommentieren und abonnieren. Und dann sage ich bis zur nächsten Aufnahmesession von Let's Play Supreme Commander 2 oder bis zur nächsten Folge oder bei einem anderen Let's Play. Bis dann, tschüss.